Hallo Freunde des feinen Schmerzes. Hier habe ich jetzt noch eine Besonderheit stehen. Und zwar habe ich Königinzucht im weißlächtigen Volk betrieben. Königin in der unteren Zarge unter Absperrgitter abgesichert. Zwei Honigräume bzw. auch Bruträume oben drüber. Und im oberen Königinzucht. Zellen. Soweit, so gut. Das war ja alles in Ordnung. Nur als ich dann final die Zellen käfigen wollte, habe ich festgestellt, dass ich genau einen Tag zu spät gekommen bin. Das heißt, ich habe drei Prinzessinnen schon in den zwei oberen Räumen gehabt. Die haben aber die anderen Zellen noch nicht gekillt. Also so weit waren sie noch nicht. Aber es sind drei Prinzessinnen geschlüpft gewesen, sauber geschlüpft. Also habe ich die restlichen Königinzellen gekäfigt bzw. rausgenommen. Sofort habe die zwei oberen Zargen abgenommen, habe ihr eine ganz separate Beute gebildet daraus. Mit diesen drei Prinzessinnen drin. Denn Prinzessinnen zu suchen und zu finden in einem Volk, also unbegattete, mühsam. Da hat man schnell was übersehen. Und deswegen habe ich es einfach hingestellt und habe sie machen lassen. Das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, und zwar wurde das gemacht am 22.05. Jetzt haben wir den 2.06. Das heißt also 13 Tage her. Geschlüpfte Königinnen. Drei Prinzessinnen, die streiten miteinander. Mit viel Glück bleibt eine unverletzt übrig. Kann dann auf Begattungsflug gehen. Wir hatten wunderschönes Wetter die ganze Zeit. Und sollte auch in der Zeit jetzt schon wieder zurück sein und in Eilage. Eigentlich. Und da ich die Bienen nicht einfach so sich selbst überlassen möchte, schaue ich mal jetzt nach, was denn eigentlich draus geworden ist. Und ich dachte mir, ich nehme euch mit. Das passt am besten. Da hole ich euch am besten noch ein bisschen näher hierher. So, dann decke ich jetzt erstmal die Beute ab und dann seid ihr gleich wieder mit dabei nach dem Schnipp. Die zwei Zargen draufzusetzen war natürlich, also rein bienentechnisch gesehen, überflüssig, viel zu viel. Man sieht es auch hier sehr übersichtlich. Also die Bienen, die flugfähigen Bienen, die hier drin waren, die sind natürlich zurückgeflogen an ihren alten Standplatz und haben hier nur zurückgelassen, was sie nicht mitnehmen konnten. Ich denke, hier oben brauche ich gar nicht mal nachzusehen. Das ist alles so relativ leer. Das ist einfach Futter und das ganze Zeug drin. Ja. Und hier haben wir auch nicht viel zu erwarten. Schauen wir mal hier rein. Bevor die Bienen vor sich hin vegetieren, ohne Sinn und Ziel, machen wir lieber was mit ihnen. Ist nix. Kann bleiben, steht unten am Rahmen. Mal schauen, ob ich da ein paar Eier sehe. Bis jetzt noch nicht.
auch nicht. Eine Königin ist auch nicht sichtbar. Eigentlich nicht, nein. Weder Königin noch Eier. Nein, ist nichts zu sehen. Auch keine Königin, aber putzen tun sie die Zellen. Zelle geputzt, die auf der Wabe ist. Auf der Wabe dürfen keine Zellen sein, also keine Spielnäpfchen. Königin sehe ich nicht. Nichts Königin ähnliches. Nein. Auch nicht. Nichts zu sehen? Nein. Gut, dann ist da auch nichts. Kann man sie vielleicht noch nicht sehen? Oder die drei Prinzessinnen haben sich gegenseitig dermaßen malträtiert, dass es jetzt nichts mehr zu sehen gibt. Das ist einfach das Risiko, die Gefahr, wenn man Königin das Ganze austragen lässt, ob das dann noch funktioniert. Das kann schief gehen. So, was ich jetzt hier machen werde, ich werde erstmal die obere Zarge, die paar Bienchen, die in der oberen Zarge sind, noch hier reingeben. Und ich sehe hier so gut wie kein Futter, dann kriegen die erstmal ein bisschen Futter. So, jetzt habe ich die obere Zarge leer gemacht. Jetzt kriege ich die erst einmal. Schnell was zum Essen. Ich habe das Gefühl, dass deine Biene das Essen fehlt. Was wohl daran liegen mag, dass die ganzen Flugbienen die Beute verlassen haben. Es war, als ich die zwei Kisten weggestellt habe, war noch richtig gut Futter drin. War ja schon mitten in der Tracht. Aber jetzt ist noch nichts mehr zu sehen davon. Das ist jetzt erstmal McDonald's. Nachher bekommen sie richtig.
Fast Food sozusagen. Ja, man sieht auch gleich, wie sie sofort dran gehen, wie sie sofort putzen und machen. Solche Brücken, sagt ein Imkermeister, würden die Bienen bauen, wenn sie kalt haben. Dann haben meine Bienen den ganzen Sommer lang kalt. Wenn das denn so wäre, ist natürlich ein Quatsch. Aber so sucht man sich seine Wahrheiten. So. Alle Bienen innerhalb. Komm rein. So, jetzt haben wir noch 2 Liter hier drin. Die kommen eh nicht in den Honigwettbewerb und das würden die auch gar nicht mehr schaffen, so wie es aussieht. Ich mache da aber noch eine Maßnahme. Eine Maßnahme geht noch. Und zwar habe ich in meinem Pflegefold noch jede Menge schlupfreife Königinnenzellen. Die haben jetzt sogar schon ein bisschen angefangen zu verbauen. Und da hänge ich jetzt eine rein. Rein als Weißelprobe. Wenn es was wird, ist gut. Wenn es nichts wird, ist auch gut. Einfach um dem Volk ein bisschen mehr Vorschub zu geben. Natürlich Mittenmang rein. Klar. So. Und gut ist. So ist es halt mit den Bienen. Manchmal machen sie alles, nur nicht das, was der Imker gern hätte oder was er gern sehen würde. Na, ist halt so. Deswegen macht es sehr viel Sinn, wenn man nicht nur 1 oder 2 Bienenvölker hat. Ein bisschen mehr darf es sein, dass man Auswahl hat, dass man die Möglichkeiten hat. Okay, wenn man jetzt einen Imkerkollegen hat nebendran, der einem aushelfen kann mit einer Zelle bei so einem Fall, jo, auch gut. Wenn nicht, ganz einfach, ein Weißelbecherchen schnell umlarven aus einem schönen, ruhigen Volk und reinhängen als Weißelprobe, so wie ich es auch schon gezeigt habe, schon ein paar Mal. Man kann halt die einzelnen Weißelbecherchen reinhängen, auf die Wabe stecken und kann dann auch sehen, was hier los ist, was im Volk los ist. Die allerletzte Möglichkeit wäre gewesen hier, da ich keine Königin gefunden habe, keine Stifte und sonst irgendwas, wäre die letzte Möglichkeit jetzt gewesen, diese Bienen vor ein anderes Volk davor zu schlagen. Mal schauen, vielleicht klappt das. Gibt ja so viele Möglichkeiten. Und ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr den Like-Button drücken. Und wenn es euch sehr gut gefallen hat, dann drückt ihr 2-mal den Like-Button, dann ist auch gut. Und schauen, vielleicht sehen wir uns auch im nächsten Bienenvideo.